New York, London, Paris. Das sind normalerweise die Städte, in denen Michael Jackson seine Fans in den 1990er Jahren begeisterte. Im Juni 1997 aber kommt der King of Pop nach Schleswig-Holstein. Für ein Konzert vor mehr als 50.000 Menschen auf das Nordmark-Sportfeld in Kiel. Norder nennen ihn die Kieler, die 31 Hektar große Fläche mitten in der Stadt. Und doch führt der Platz ein Aschenputtel-Dasein, weil ihn viele nicht kennen. Er ist seit 25 Jahren für den Norder zuständig, Thomas Görz vom Sportamt der Stadt. Er ist begeistert von seiner Sportperle. Also der Reiz am Nordmark-Sportfeld ist für mich erstmal die Größe. Es gibt kaum Städte, die vergleichbare Sportflächen zur Verfügung haben. Dann die Nutzfläche der Trabrennbahn, die außen rum führt. Dann haben wir hier eine Reitbahn für Reitende, die nur Sand brauchen. Und im Innenfeld haben wir eine große Fußballfläche, die auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Die Fläche hat die Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Jede Seite mit einer Länge von 500 Metern. 1907 wurde sie eröffnet. Gebaut mit der damals beträchtlichen Summe von 1 Million Mark. 3 Jahre später baute man hier sogar eine Luftschiffhalle und Zeppeline starteten auf dem Norder. 1917 aber war diese Episode schon wieder zu Ende. Er wird nun vor allem als Sportplatz und als Rennstrecke für Pferde und Motorräder genutzt. Wie zum Beispiel im Mai 1961, als vor Tausenden von Zuschauern sich Fahrer aus 6 Nationen spannende Rennen lieferten. In den 1990er Jahren wird der Norder als Konzertplatz entdeckt. Zuerst spielt 1992 Genesis auf ihm und dann, 5 Jahre später, Michael Jackson. Der Aufwand war schon für uns fast erschreckend groß. Wir brauchten nachher einen riesen Parkplatz, um die ganzen Trucks unterzubringen. Und dafür musste nachher in Blickstedt, so Richtung Gettorf, 2 Kilometer noch eine Straße gesperrt werden, damit die ganzen Sattelzüge hintereinander parken konnten. Es war alles gewaltig groß. Eine Stadt in der Stadt. 150 Wohncontainer, 20 Zelte, 200 Angestellte. Und das alles für nur einen Mann. Michael Jackson, den King of Pop. Beim Aufbau der Bühne mit dabei der damals 19-jährige Jörg Ulrich. Während des Konzerts war er im Graben zwischen Bühne und Publikum. Und natürlich auch relativ nah bei Michael Jackson dran, wenn der einmal rechts und links zur Bühne ging. Die war, glaube ich, die hatte eine Maße, wenn ich das richtig behalten habe, 70 mal 50 Meter. Das war so die Zahl, die ich im Kopf behalten habe. Ich meine 70 Meter breit. Und da war der mal ganz rechts an der Seite und hatte dann mit seinen Tänzen die Leute da zum Umkippen gebracht. Bis heute fragt sich Jörg Ulrich, wie Michael Jackson den Auftritt geschafft hat. Denn er tanzte und rannte fast die ganze Zeit vor einem entfesselten Publikum. Ich habe nicht viel gehört. Die haben hinter mir in dem VIP-Graben, da waren gefühlt auch überwiegend nur Mädchen oder Frauen, die haben nur geschrien. Und die haben so viele bewusstlose Personen rübergezogen über diesen Zaun vorne, dass ich gedacht habe, was ist denn das hier? Das habe ich seitdem nie so erlebt. Und dieses Jacko, ich will ein Kind von dir, die hatten ja diese ganzen Poster und Banner. Alles hinter mir im Nacken gehabt da. 50.000 Fans waren damals gekommen. Und das waren nur die, die eine Karte gekauft haben. Leider hatten wir ganz viele Zaungäste, die umsonst durch die Knicks gelaufen sind, ohne Eintritt zu bezahlen. Das war im Ganzen nachher leider ein bisschen schade. Die haben Zäune geöffnet aus Sicherheitsgründen, ganz zum Schluss oder auf der Hälfte des Konzertes. Da kamen 2.000, 3.000, 4.000 Leute irgendwie noch nachträglich mit rein. Aber das Feeling bei dem Konzert war klasse.